Willkommen zurück zu PandaPaw. Ja, letzte Woche habe ich ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hier uploaden werde. Auf jeden Fall, das letzte Video ging ja um die Buntstifte von meinem Crelando-Künstlerkoffer. Ja, Künstlermalkoffer, wie auch immer. Und dieses Mal werde ich jetzt die Aquarellfarben ausprobieren und das hier, ups, mein Finger. Hallo. Und das hier ist meine Skizze dazu. Ich habe beim letzten Mal bemerkt, dass mein Bild einfach viel zu aufwendig war. Es hat so lange gedauert. Und mit diesen Buntstiften war das dann echt eine ziemliche Plagerei. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal für die Aquarellfarben so einen kleinen Sketch. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich mal die Outlines dazu und dann sehen wir uns. Step aside, I'll be yours. But you refuse to love me, to love me. Nothing else makes much sense at all. Tumbles down, it breaks me. Hier haben wir jetzt mal die outgeleinte Version. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt mal alle meine Aquarellfarben aus dem Koffer hier so zusammengesucht. Alle, die halt so drin waren. Und ja, ich werde sie jetzt erstmal in diese provisorische Palette hier irgendwie reinfriemeln. Ich weiß noch gar nicht, inwiefern ich hier welche Farben benutze und so, aber wir werden sehen. Und ich muss auch erstmal auf einem Papier das ausprobieren. Das hier ist jetzt nicht so gut, weil da ist ja schon was drauf. Ja, irgendeins werde ich schon finden. Und ja, dann würde ich mal sagen, probieren wir das Ganze mal aus. Starlit sky lit up your eyes. I could barely breathe no matter how I tried. I held you close just to keep you warm. Then like Jean would do, I walked you to your door. I still wonder when it all ran dry. Will it last a little longer? Do you remember when we were much better? I wish we could go back to when we went singing in the rain. We won't fight, we'll be swinging from streetlights. I wish we could go back to when we went singing in the rain.
Queen of Hollywood. Hey. Alter, was haben die mit meinem Pinsel gemacht, ey? Was zum... Seriously? Scheiße. Die Farbe macht gerade echt meinen Pinsel kaputt. Ich habe gerade ein kleines Problem, weil bis jetzt waren alle Farben, die ich so ausgetestet habe, am Anfang wässrig. Aber diese Farbe hier, ich weiß nicht, was los ist, sie macht gerade meinen Pinsel kaputt. Sie vermischt sich nicht wirklich mit dem Wasser und es ist so... Ich weiß nicht, es hat so eine Konsistenz wie kaltes Nutella oder so. Ich weiß nicht, aber es... Mein Pinsel! Es macht gerade echt meinen Pinsel kaputt. Scheiße. Ja. Was mache ich denn jetzt? Einen anderen Pinsel holen. Und eine andere Farbe. Geil. Electric nights, just me and you. You kiss me on my lips, just like Deb would do. I still wonder when it all ran dry. Will it last a little longer? Do you remember when we were much better? I wish we could go back to when we went singing in the rain. We won't fight, we'll be swinging from street lights. I wish we could go back to when we went singing in the rain. Weißt du was? Ja. Also, nach diesem kleinen hier Ausrutscher. Ich glaube, ich traue dem Ganzen hier nicht mehr. Ich würde ja mit dem feineren Pinsel hier das Ganze machen, aber mein Pinsel ist Schrott. Total Schrott. Kannst du nicht mehr benutzen. Oder? Kann ich damit jetzt vielleicht eventuell... Die Augen machen, bitte. Ja, okay, einigermaßen. Oh, Leute, ich muss euch echt sagen, bis jetzt bin ich echt noch nicht so begeistert. Also, ich bin zwar kein Profi, was das angeht, hier so Aquarellfarben und so, aber also von der Konsistenz her sind die echt teilweise mehr wie Acrylfarben. Das Mischen ist die reinste Katastrophe. Eine Farbe hat meinen Pinsel geschrottet. Boah, ich habe keine Ahnung. Ja, was soll ich dazu sagen? naja, ich bin echt nicht zufrieden mit dem Bild jetzt. Ich hab einfach die Farben total verkackt hier beim Gesicht. Weil es auf dem anderen Papier einfach aussah wie Hautfarbe und hier ist es einfach rosa. Es sieht einfach aus, als hätte sie fett den Sonnenbrand. Dann ist es an einigen Stellen wieder mehr gelb. Also irgendwie ist es so, naja. Und, boah. Ich mach mal noch die blau jetzt auf. Mal schauen, wie die ist. Ja, kommt sie mir auch gleich wieder entgegen. Toll. Wo tue ich die jetzt rein? Hier. So, einfach einen kleinen Tupser. Ja, die Farben sind halt auch einfach direkt, wenn man sie aufmacht, sind sie wässrig. Auch obwohl ich sie geschüttelt habe einige Male, aber irgendwie hat es jetzt nicht so den Effekt, wie ich mir erhofft hatte. Ich weiß nicht, ob ich einfach
viel, 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 viel mehr Wasser brauche oder keine Ahnung, ob ich einfach was richtig falsch mache gerade, aber boah, Leute, echt. Es ist gerade echt nicht mehr feierlich. Also mein Bild hier ist komplett zerstört gerade. Ich könnte heulen. Es ist echt nicht schön. Ja, was mache ich denn jetzt mit diesem Bild hier? Ich meine, die Hautfarbe werde ich wahrscheinlich nicht mehr retten können. Ich meine, es sieht jetzt nicht so schlimm aus, oder? Irgendwie hat es ja was, dieses Rosane. Ich meine, einige machen ja so einen rosanen Hautton auch on purpose. Was heißt das jetzt auf Deutsch nochmal? Halt gewollt. Aber ich bin halt irgendwie so, ich mache meine Charaktere immer sehr, sehr blass irgendwie und die Haut ist eigentlich nie so wirklich rosa. Oh, und ich muss echt sagen, ich kann. Nee. Ich dachte eigentlich, inzwischen könnte ich einigermaßen mit Aquarell umgehen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an den Farben liegt. An dem Papier kann es nicht liegen, weil das ist eigentlich echt ein gutes Papier. Ist das, was ich immer benutze. Aber sie ist einfach so rosa im Gesicht. Auf der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus eigentlich. Ja gut, hier auf den Beinen sieht man es halt jetzt. Vielleicht sollte ich einfach probieren noch mit dem hier. Das ist so ein. Das Beste ist ja auch einfach, dass die Farben auch gar keine Namen haben. Da steht nicht so wie bei anderen drauf, ja, dunkelblau oder keine Ahnung was. Die haben einfach keinen Namen. So, ich tue das mal hier hin, kleinen Spritzer. Vielleicht schaffe ich damit noch ein bisschen Schatten zu machen. Aber ich hab gerade echt ein bisschen Angst, dass ich es nur noch schlimmer mache. Hä, warum ist es denn jetzt blau? Ich dachte, warum ist es jetzt aquamarinblau? Das ist nicht. Sieht das für euch nach aquamarinblau aus? Auf der Kamera sieht es gerade eh aus wie schwarz. Aber. Ey, das ist nicht wahr. Vielleicht mit Braun irgendwie. Ach, die Braun habe ich ja da schon. Nee, dann schaut es auch scheiße aus. Ja, dann mache ich halt jetzt irgendwie einen Spritzer Schwarz rein. Ja, die Schwarz habe ich schon öfters benutzt und jetzt sehe ich gerade, dass die Tube hier klemmt. Ich kriege die gerade gar nicht auf. Ah, jetzt so. Okay. Ja. Einen kleinen Spritzer Wasser schon. Ja. Wieder gut zuschrauben. Ich krieg die Krise, ey. Das Bild war so schön. Ich war so stolz auf diese Skizze und jetzt kommt das hier. Mann, das nervt gerade echt ein bisschen. Okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen schwarz. Wir machen ein bisschen Schatten rein. Nur ein bisschen. Und das sieht halt echt noch schlimmer aus jetzt. Instant Regret, ey, Alter. Es ist nicht wahr. Wieso? Ja, jetzt mache ich es. Weißt du, entweder die Farbe ist zu stark oder sie ist zu schwach. Dann ist es auch so ein Ding, was ich hasse. Also ich glaube, für Beginners ist der Kasten echt nicht so schlecht. Allerdings machen diese Farben einem echtes Leben schwer. Irgendwie, also zumindest mir gerade. Vielleicht, jetzt ist die Farbe wieder gar nicht mehr da. Mann! Vielleicht bin ich auch echt einfach gerade zu blöd, weil ich es nicht gewohnt bin, mit Farben aus der Tube halt zu malen. Aber es ist gerade echt, es ist so furchtbar. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie furchtbar ich das gerade finde. Ja, jetzt ist es halt so. Gut. Was will man machen, ne? Jetzt ist es halt scheiße. Ja, besser wird's nicht mehr. Ich bin halt echt, also das Face finde ich total furchtbar, wie pink das einfach ist. Und die Haare, ich traue mich da jetzt echt nicht noch mehr irgendwie Details reinzumachen. Es tut mir einfach leid fürs Bild, weil ich finde, die Skizze war so schön geworden und jetzt ist es so. Aber ja, Fazit zu den Aquarellfarben. Könnte mein Fehler sein. Vielleicht stelle ich mich echt einfach gerade so übelst damit an. Aber ich glaube schon, also wisst ihr, wenn ich mit meinem normalen Kasten mal, kriege ich ja auch dezent was hin. Aber, boah. Ja, da hat einfach mal die Kamera aufgehört zu filmen. Das ist auch sehr schön.
Ich bin echt ein bisschen traurig jetzt darüber, dass mein Pinsel hier so scheiße geworden ist. Der ist total ausgefranst. Von einmal in diese Farbe reingehen. Oh, und ja, keine Ahnung, was ich zu den Farben sagen soll. Ich bin echt sprachlos, weil bisher die Buntstifte waren ja nicht so toll. Die Aquarellfarben waren jetzt auch nicht so toll. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendwas toll wird an dem ganzen Ding. Ja, aber trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich eher weniger. Wer hätte das gedacht? Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ich die. Was probiere ich aus? Ich glaube, die Filzstifte oder die Kreiden. Weiß noch nicht genau, je nachdem, worauf ich Lust habe. Und ja, dann sehen wir mal, wie die so werden. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.